Hallo, mein Name ist Jürgen Bauhus. Ich bin Professor für Waldbau an der Universität Freiburg und in einer anderen Funktion noch Sprecher des Wissenschaftlichen Beirats für Waldpolitik beim Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Bisher haben wir den Wald häufig als etwas sehr Konstantes, Stetiges angesehen. Das wird sich massiv verändern im Klimawandel. Und er wird sich in vielfältiger Weise auf den Wald auswirken. Auf den meisten Standorten werden wir auch in Zukunft noch Wald haben. Aber es wird sicherlich auch einige Standorte geben, Klimawandel-Hotspots, wo wir uns wirklich um den Erhalt von Wald grundsätzlich Gedanken machen müssen. Dort, wo wir den Wald behalten werden, werden sich die Artenzusammensetzung verändern. Unser Wald wird auch in seiner Statur anders werden. Die Bäume werden nicht mehr so groß und so alt werden, weil mit der Höhe der Bäume zum Beispiel auch der Trocken- und Hitzestress zunimmt. Das heißt, unsere Wälder werden wieder etwas kürzer werden. Und wir werden diese Ereignisse von Störungen, Mortalität einfach häufiger sehen. Also der Klimawandel betrifft nicht nur die Reinbestände an Nadelbaumarten, wo wir jetzt großflächig Schäden sehen, sondern eben auch Laubwälder. Diese Extremjahre 2003, 2018, die werden in 50 Jahren normal sein. Und dazu kommen dann noch extremere Verhältnisse. Und wir haben jetzt schon in diesen sehr starken Trockenjahren 2003, 2018 auch große Schäden an den Buchen verzeichnen müssen. Das heißt, es ist keine Baumart, die besonders gut an den Klimawandel angepasst ist. Und nicht nur der Klimawandel macht unseren Baumarten zu schaffen. Wir können auch jeden Tag eine neue Krankheit oder einen neuen Schädling bei uns begrüßen. Wir sehen jetzt, dass zum Beispiel die Esche großflächig abstirbt und dass noch keine Rettung in Sicht ist. Wir können hier also eine Baumart verlieren und mit dieser Baumart mehr als 100 Arten, die auf diese Esche angewiesen sind. Und das kann auch mit jeder anderen Baumart passieren, auch mit der Baumart Buche, die bei uns sehr natürlich ist und viele Wälder dominiert. Und aus diesem Grunde müssen wir auch Buchenwälder artenreicher gestalten und mit Baumarten anreichern, die stärker als die Buche oder besser als die Buche an den Klimawandel angepasst sind. Zum Beispiel mit Eichen oder Roteichen etc. Wald ist unsere Lebensgrundlage. Wald versorgt uns mit einem wichtigen erneuerbaren Rohstoff, dem Holz. Er schützt unser Klima auch lokal, die Kühlung, die wir erfahren. Er liefert uns sauberes Trinkwasser. Und für die Zukunft geht es darum, den Wald als Sicherung unserer Lebensgrundlagen zu erhalten. Und das geht durch nachhaltige Bewirtschaftung. Nachhaltige Wälder per se gibt es aber nicht, sondern die entstehen immer nur als Schnittmenge aus dem, was der Wald auf der einen Seite leisten kann, also auch seine Funktionsfähigkeit, und auf der anderen Seite dem, was die Gesellschaft für sich und die zukünftigen Generationen oder eben auch die Waldbesitzenden vom Wald erwarten. Und diese Überlappung, diese Schnittmenge, die müssen wir möglichst groß halten. Im Moment sehen wir, dass diese Schnittmenge deutlich geringer wird, weil die Funktionsfähigkeit des Waldes angesichts des Klimawandels, des globalen Wandels abnimmt und auf der anderen Seite die Ansprüche der Gesellschaft immer größer werden. Daher ist die Herausforderung für die Zukunft, diese Schnittmenge wieder möglichst groß zu machen. Der Wald hat ganz vielfältige Funktionen für die Gesellschaft. Wir sind natürlich mit dem Wald durch unsere Geschichte und Kultur verbunden, aber gleichzeitig ist er auch heute eine ganz wichtige Lebensgrundlage für uns. Wir beziehen aus dem Wald sauberes Wasser. Der Wald schützt unsere Böden vor Erosion und stabilisiert die Hänge. Er bietet uns einen Erholungs- und Lebensraum, einen Freizeitraum, auch an Tagen, vor denen wir uns vor der Hitze schützen wollen. Und gleichzeitig schützt er nicht nur das lokale, sondern auch das globale Klima durch die Speicherung von CO2. Er ist bei uns der wichtigste Hort der Biodiversität. Die meisten Arten an Land kommen in Wäldern vor. Und er bietet natürlich für uns auch noch einen wichtigen erneuerbaren Rohstoff, den wir auch einsetzen können, um das Klima zu schützen, indem wir andere energieintensive Materialien wie Beton oder Stahl dafür nicht verwenden. Der Wald bedeutet für mich wahrscheinlich so viel wie für die meisten anderen Personen, nämlich ein Ort, in dem ich mich herrlich entspannen kann, den Sinnen freien Lauf lassen kann,
mich erholen kann. Das ist ein Rückzugsort, gerade auch an so heißen Tagen wie heute. Aber gleichzeitig ist Wald für mich natürlich auch immer etwas, was intellektuell mittickt und mir jede Menge zu denken gibt. Und insbesondere bezüglich der Herausforderungen, auf die wir schauen für die Zukunft. Wie wir diese massiven Veränderungen so begleiten und steuern können, dass der Wald einfach auch für uns als Gesellschaft in Zukunft noch alle Funktionen erfüllen kann. Wir behalten den Wald im Auge. An über 800 Standorten in Baden-Württemberg.